Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffen mit einer neuen Folge Let's Play Minecraft in der Höhle der dunklen Macht. Ja, ein Späßchen am Start der Folge, muss ja auch mal sein. So, bauen wir uns einfach mal hier weiter irgendwie. Macht mir schon wieder voll Angst hier gerade. Ich habe ja immer Angst, dass ich runterklatsche und alles verliere. Ach, meine Fresse hier. Oh, Eisenerz, hallo. Ich komme. Warte. Ach, warte mal. Mach ich das hier immer zu? Kann ich nicht durchklatschen. Hab ich keine Lust zu. Ich mache hier in der Höhle so lange weiter, bis meine Hacke dann down ist. Und etwas hält sie ja noch. Muss ich nur irgendwie jetzt mal nach unten buddeln langsam hier. Dass ich irgendwie mal einen Weg. Die Schlucht nach unten bekommen. Das wäre Eisenerz. So, die endet dahin, glaube ich, auch schon wieder, wie es aussieht. Muss ich irgendwie treppenstufenartig nach unten buddeln. Nur. Es geht hier immer ganz kurz und dann rüpp. Oh, nicht backen. Danke. Oh, meine Fresse. Mach sowas nie wieder. Spiel. So. Eine Fackel. Eine kleine Schlucht. Aber immerhin was. Also, da haben sie sich auch mal irgendwie noch unten buddeln weiter. Ich muss immer noch nach unten, ne? So, aber das Loch hier muss weg. Da putze ich mich jetzt hier einfach mal so Stück für Stück nach unten. Aber ich sehe auch schon, meine Hacke macht da nicht mehr lange mit. Aber anderen Weg nach unten gibt es hier nicht als so treppenstufenartig. Oh. Angst. Ja, sind wir fast unten. Schon mal ein Anfang. Ihr seid aber nicht übermütig. Und fallt runter. Du Depp. Dreh ich mich auch hin. So. Juhu. Ich bin unten. Eureka. Und jetzt auch schon zu Ende. Schön, schön. So, Eisenerz wird nicht liegen gelassen. Mal sehen, ob ich das noch alles zusammenbekomme jetzt mit der einen Hacke. Weil ich habe keine weiter mit, ne? Nee, war klar. So, ach, scheiße, Creeper. Creeper, die kleine Potzsau, ey. Der will mich bestimmt schon wieder ärgern. Der ist gekommen, um mich zu ärgern. Uah, was? Motherfuck, zwei? Ist es euer Ernst, ihr kleinen Noobs? Uah. Ja, brenn du Sau, brenn du Schwein! Geh doch. Das ist die Strafe dafür. Wenn man mich einfach so anfällt. Die Verbrennungsanlage kommt dann nämlich. Und die verbrennt euch. Och, Mensch. Nerv nicht. Scheiß Antivirenprogramm. Ich weiß, dass deine Lizenz abgelaufen ist, Mann. Aber das mache ich später, nicht während der Aufnahme. Immer diese nervigen Software, ey. Ich kann eigentlich nicht mal in Ruhe hier aufnehmen lassen. Und jetzt ist der Hacke down. So ein Mist. So, mal ein bisschen ausleuchten hier. Jetzt kommen wir gleich wieder Creeper angeschissen. So. Jetzt können wir wieder hochgehen und nach Hause, denn
Meine letzte Hacke hat gerade einen Geist aufgegeben und Holz habe ich auch nicht mit. Und 18 Eisenerz dazu. Das schreit danach, nach Hause zu gehen und das Zeug zu retten, erstmal. In Sicherheit zu bringen. Und irgendwie habe ich es ja auch geschafft, mich hier nach unten zu buddeln. Oh Gott, ist das Eis. Das gefällt mir nicht. Das machen wir auch nochmal breiter. So, fühle ich mich schon sicherer. Ich fühle mich nur sicher, wenn das ja breit genug ist, dass man nicht runterfallen kann. Sonst fühle ich mich ja echt unsicher. Immer mit der Angst runter zu fliegen. Ich denke mal, manche von euch kennen das auch. So, die Richtung war das, ne? Ne, die Richtung? Die Richtung. Siehst du mal, habe ich mich sogar fast verlaufen. So gut bin ich. Das ist mein Best of Orientierungssinn. Der für ein Arsch ist. Ey, hoch mit dir, los. Hopp, hopp, und den langen Weg zurück. Aber mir gefällt das, dass es eigentlich so Schluchten sind. Wie ich das schon in der letzten Folge ein paar Mal erwähnt habe, ist halt die Gefahr des Verlaufens ganz gering. Und es ist echt genial. Mir gefällt's. Und die Tierfarm muss ich mir auch mal Gelegenheit bauen. Für die Schafe. Dass ich eine Farm habe für Schaffleisch und Schafswolle. Darf ich mir vielleicht auch mit schwarzer und weißer Wolle was Schönes bauen? Mal gucken. Weil Schafe rennen hier echt wie Sand am Meer rum. Und Tintenfische sind ja auch übelst viele. Aber ich überlege echt schon, wenn ich das hinbekomme, den Morg-Witcher-Mod reinzumachen, dass ich mehr Kreaturen habe. Und mehr Tiere, weil so sieht man, dass man manchmal wirklich drum kämpfen muss, ums Überleben. Wenn man sich manchmal einfach nur töten lässt, dass man ja volles Leben hat. Das ist jetzt auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Also, der kommt auch noch mit. So. Habe ich gepasst, dass ich noch alles in die Kiste rein. Ich glaube nämlich, die Kiste ist voll. Was habe ich denn hier? Weizensamen. Sonnenblumen. Doch am Tür rein derweile. Ja, Akku fast leer, ich weiß. Ich werde recht angesteckt, Handy. Halt mal die Füße still. Ich kann ja nicht alles auf einmal. Und Hacke muss ich mir auch wieder mitnehmen, neue Hacke. Habe ich denn überhaupt noch welche? Eine habe ich noch übrig. Na toll. Die hilft mir auch sehr weit. So, 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 so und so. Und sortieren die ganzen Mist. Schaufel. Soll ich mir auch mal eine neue mitnehmen? Reine mit. Und ja, das Eisen erst erstmal mal schön brennen hier. So. Gut. Haben noch ein bisschen Zeit. Sehe ich gerade. Haben wir mal noch ein bisschen das Getreide ab. Was schon wieder reif ist. So. Hopp, hopp. Noch was reif? Nein. Gut. Das nehme ich dann mit zu der Höhle da hinten. Ich werde jetzt immer mal zwischen der und der Höhle hin und her wechseln. Glaube ich. Machen wir noch mal ein paar Brote für 3 reicht's. Siehst du, das Brot wird auch langsam. Der hält noch eine Weile. Also Knochen mache ich Bones Melt, denke ich mal. Und
Und ja, ich glaube, jetzt beende ich die Folge erstmal. Und wir sehen uns zur nächsten Folge Let's Play Minecraft für dann nächste Woche Montag wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag und Restfreitag, wie auch immer, wenn ihr das Video anschaut. Ein schönes Wochenende, genießt es schön, erholt euch gut. Und wir sehen uns Montag wieder zur regulären Let's Play Minecraft. Wie sagt man dazu? Minecraft-Serie. Sage ich jetzt einfach mal so. Schlicht ergreifend und ja. Na dann. Ciao mit V, euer Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane. Tschüdelü. Und wie immer, selbe Stelle, selbe Welle. Hehe.